Wollen wir ein Video darüber machen, wie ich mir gerade das Curry zubereite? Ich habe schon Videos über Curry gemacht, glaube ich. Aber das hat sich seitdem ganz schön verändert. Eine Sache, die sich verändert hat, ich benutze nicht mehr die Kokosmilch, die ich vorher benutzt hatte. Das hat so angefangen, dass die die geändert haben bei Aldi. Es gab vorher, da habe ich noch eine einzige von übrig, habe ich eine von den originalen leckereren Kokosmilchs, die die verkauft hatten in der Dose. Die haben aber da angefangen, so ein. Ist die. Nee, das ist schon die verseuchte. Ich glaube, ich habe gar keine gute mehr. Das ist jetzt einer, da machen die Guaya-Kernmehl rein. Ich glaube zumindest, dass das dafür verantwortlich ist, dass das einen ziemlich anstrengenden Nebengeschmack hat. Eine andere Sache, die sehe ich gerade, haben die da reingemacht. Emulgator Polysorbat 60. Bestimmt auch nicht gut. War ich erst ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mehr meine Kokosmilch in diesen Dosen bekommen habe. Weil in denen, ich glaube, in denen, die davor verkauft haben, war nichts drin. Das war einfach nur purer Kokosnussextrakt und Wasser. Sehr schade. Ich dachte vielleicht, die haben es das gemacht, dass die irgendwie nicht sich so separiert, dass irgendwie an einer Seite das Fett ist und an der anderen Seite das Wasser, aber ich merke gerade, wenn ich das ist kein bisschen flüssig, das ist hart. Also das kann sich sein. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Sonst merke ich eigentlich, Ali entwickelt sich grundsätzlich in eine bessere Richtung. Aber irgendwie haben die verkackt, die Kokosmilch. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe was anderes gefunden, was ganz gut klappt. Und da habe ich dann dieses Curry drumherum zentriert. Und das ist dieses Ding hier. Das ist im Prinzip das davor. Das war nie Kokosmilch. Das war Kokossahne. Das ist Kokosmilch. Einfach weil die dünner ist und nicht so einen krassen Fettgehalt hat. Ich wünschte, sie hätte ein bisschen mehr. Also ich wünschte, da steht drin Zutaten Wasser, Kokosmilch 5,3%. Das ist zu wenig, Mann. 10 sollten da schon drin sein. Also so eine Mischung aus einer Sahne und einer Milch hätte ich am liebsten gehabt. Ach so. Habe ich ganz vergessen. Da ist jetzt auch noch drin, also Zutaten Wasser, Kokosmilch, Reis, Meersalz, natürliches Kokosaroma, Säureregulator, Calciumcitrate, Stabilisator, Gelan. Bei vielen weiß ich überhaupt nicht, was das ist, was ich mir angucke auf den Dingern. Und einfach, dass die einkochen kann, dass die lange genug kocht, dass die ein bisschen dick wird, mache ich das jetzt alles in einer Pfanne. Ich hatte das vorher anders gemacht. Ich hatte eine Pfanne, da war so eine Art Soße drin und dann habe ich dazu Reis gekocht. Und den Reis, den habe ich dann deswegen nicht mehr gekocht und stattdessen bin ich umgestiegen auf Kartoffeln. Und da habe ich mir eine Mischung aus regulären Kartoffeln und Süßkartoffeln angewöhnt. Das funktioniert ganz gut. Also ich glaube, ich habe die Geschichte dazu erzählt. Jetzt gehe ich in den Selfie, in den regulären Kameramodus und zeige, wie ich das zubereite. Ich habe das jetzt hier in der Pfanne drin, weil ich dadurch ganz gut weiß, wie viel in die Pfanne passt. Das ist mir jetzt auch schon passiert, weil ich das eben gleich mit diesem mega effizienten Hobel alles schneide. Es ist mir schon zu viel, das passiert, dass ich zu viel klein geschnitten habe, sodass es nicht mehr in die Pfanne gepasst hat. Und da habe ich mir einfach eine leere Plastikverpackung, wo Weintrauben drin waren, die hatte ich mir geschnappt, Und dann? hatte einfach das überflüssig geschnittene, hatte ich da reingepackt und das dann einfach eingefroren und beim nächsten Mal mit reingemacht. Also das ging ganz gut. Das wär eher eine lustige Alternative, die ich noch nicht ausprobiert hätte. Ich könnte auch jedes Mal, wenn ich das mache, könnte ich einfach die doppelte Portion schneiden und dann beim nächsten Mal das einfach aus einer eingefrorenen, geschnittenen Portion machen. Es wäre noch weniger, es wär noch fauler. Ich will das hier faules Curry nennen. Achso, da habe ich noch überhaupt nicht drüber gesprochen. Das ist viel einfacher als die Curries, die ich vorher gemacht hatte. Das ist ja eigentlich das, worum ich eigentlich das Video zentrieren wollte, wie einfach das ist. Na gut, ich habe das in die Pfanne reingelegt. Und dann? Dadurch weiß ich, dass wenn ich das jetzt schneide, dass da Platz für ist. Und dann? Und dann mache ich als allererstes die Soße.
Ach ja, bevor ich die Soße mache, ich hatte großes Glück, ich war gerade beim Asia Supermarkt. So ein ganz kleiner Supermarkt. Diese Schätzchen habe ich hier gefunden. Das sind rote Süßkartoffeln. Die sind innen rot. Das heißt, alles, was ich damit mache. Sonst sind diese Curries eigentlich immer gelb und orange. Und die hätten zu meinem Outfit gepasst. Aber dann habe ich gerade noch. Das ist der offizielle Test. Wenn ich das mit dem Fingernagel kratze und es auch unter der Schale rosa ist, dann ist es eine rosa, ne? Weil es gibt auch welche, die sind außen rosa und trotzdem innen orange. Die haben eine Färbekraft. Aus denen mache ich das. Und dann? Dann habe ich hier eine. Ich habe so viele verschiedene Kartoffelvarianten gerade. Ich habe hier eine festkochende Kartoffel, ein dickes Biest. Die ist ja auch, glaube ich, schon aufgesprungen. Und dann? Dann habe ich hier so nicht ganz so festkochende. Und dann? Dann habe ich hier ordentlich Knoblauch. Und das, was auch eine Neuerung für mich ist an dem Rezept, nämlich. Ups! Nämlich, dass ich richtig viel Zwiebel reinmache. Also ich habe hier zwei, das ist eine mittelgroße, das ist eine kleine reguläre Zwiebel. Und dann auch noch hier, um eine auf dicke Hose zu machen, habe ich hier noch eine süße Zwiebel. Und dann? Na, dann mache ich jetzt als allererstes mal das, wo das gleich alles drin köchelt. Und zwar lange. Ich lasse das lange köcheln. Ich mache in die Pfanne eine Currypaste meiner Wahl, weil ich faul bin. Ich könnte auch jede Menge Gewürze reinmachen. Ich mache aber nur ein paar Gewürze rein, die ich betonen will. Die hier. Und ansonsten nehme ich so eine fertige Currypaste. Ich habe oft solche genommen, so eine einzelne in diesen Tütchen hier. Das ist eine rote Currypaste. Ich bin gar nicht sicher, ob ich mich da vergriffen habe. Ich glaube, da sind irgendwelche Insekten drin. Ja, Shrimp steht da groß drauf. Kann ich das so machen? Ah, hier. Shrimp ist aber. Ich stehe gar nicht so auf Insektenessen. Was ich bei Aldi gesehen hatte, was sie verkauft hatten. Diese hier. Die haben auch funktioniert. Ich habe die mehr so aus Spaß gekauft. Ich habe die nicht ernst genommen wie eine richtige asiatische Currypaste. Aber es ist nicht schlecht. Besonders für so ein Gericht passt es eigentlich ganz gut. Es ist sehr, sehr mild. Also da ist nicht viel Gewürzkraft drin. Reicht eigentlich gar nicht für so eine Pfanne, wenn man auch so ein bisschen würzig steht. Die mag ich gerne. Von der Firma gibt es auch noch eine, die heißt Yalla Fresi. Ich glaube, das sind meine beiden Liebsten. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, in Vindaloo, da ist Tamarinde drin, aber ich glaube nicht viel. Und dann. Dann habe ich hier Kurkuma, Curry, Rosmarin Und dann. und Oregano. Okay, ich fange jetzt an. Ich mache die Hitze auf Stufe 1,5 von 3. Und dann. Und alles, was ich mache später mit der Temperatur, ist, dass ich die einmal kurz auf 2 bringe Und dann. und dann wieder zurück auf 1,5. Und bei 2 lasse ich sie so 10 Minuten. Das ist das Maximum an Hitze, was die kurz abbekommen. Okay. Als erstes mache ich ein bisschen. Currypaste in die Pfanne. Oh, das riecht gut. Ich würde mal denken, ein so ein Glas, das reicht für 5 Curries. Könnte damit auch sparsamer sein. Aber ist nicht, Mann. Und dann. Jetzt kommt ein bisschen Curry. Also als Pulver. Und dann. Jetzt kommt Rosmarin. Und dann. Oregano. Und dann. Und ein bisschen Kurkuma.
gieße ich jetzt, ich würde mal denken, irgendwas zwischen 300 und 500 Milliliter von diesem, von dieser sehr dünnen Kokosmilch rein. Ich könnte jetzt auch so geduldig sein und das erstmal alles so ein bisschen heiß werden lassen, bevor ich die Milch drüber gieße. War ich jetzt aber meistens zu faul. Ich rühre das jetzt um und ich rühre das auch gleich, wenn es so ein bisschen heiß geworden ist, rühre ich es dann nochmal um. Weil wenn ich dann anfange, die Massen an Gemüse da rein zu türmen, dann ist da nichts mehr mit umrühren. Jetzt schneide ich vier ziemlich große Knoblauchzehen. Jetzt habe ich schon mal den Knoblauch klein geschnitten. Jetzt schneide ich noch den Rest klein. Ich habe das auch schon mit mehr Zwiebel gemacht, also mit, das ist ja jetzt vom Gewicht her so ein bisschen weniger Zwiebel als Süßkartoffel und als Kartoffel. Ich habe das aber auch schon in einem 1:1:1 Verhältnis gemacht. Und es ist auch richtig lecker, weil die Zwiebeln eben größtenteils verkochen. Wenn ich das früher gewusst hätte, wie geil das ist an so einem Gericht, was lange vor sich hin kocht, eine Menge Zwiebeln drin zu haben, hätte ich das viel früher gemacht. Ich rühre es jetzt mit den Händen um, weil sobald es in der Pfanne ist, ist da nichts mehr mit umrühren, weil das so krass vollgepackt ist. Also mache ich jetzt auch den Knoblauch dazu. Jetzt rühre ich das nur noch mal um und dann kommt das ganze Gemüse auf einmal rein. Ich mache auch jetzt schon Stufe 2 an. Rein damit.
Mist, es ist ein kleines bisschen zu viel geworden. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Also der Deckel, der liegt nicht wirklich auf dem Rand von der Pfanne auf, sondern auf dem vielen Gemüse. Na, wird schon. Es versteckt sich leider alles ein bisschen hinter der Schärfe. Ich dachte, ich habe so viele Gewürze rangemacht, dass es würziger schmeckt. Aber alles, was ich schmecke, ist scharf. Ich mag die gerne, die lila Süßkartoffel, aber ich weiß nicht, ob die so gut an das Rezept passt. Ich hatte das Gefühl, eine reguläre Süßkartoffel passt besser, weil die schmeckt richtig. Reguläre Süßkartoffel schmeckt nicht so süß wie eine Lilane. Ich merke, hier hat auch ein kleines bisschen Honig dran gepasst. Na, genug gequarkt. Und dann.